vierstelligen Bereich, was die PS-Zahlen angeht. Erlaubt und bei Sarah habe ich so was Kleines heran im Bäuchlein. Deswegen auch aus natürlich Sicherheitsgründen fährt sie den Traktor nicht mehr. Christian sitzt am Steuer heute von Lady in Red. Thank you.
abgereicht haben, schiebt er sich hier über die 100 Meter. Der Teamchef sitzt in den USA gerade auf dem Superstock. Du darfst den Supersport fahren hier. Kommunizieren die miteinander oder ist das dann irgendwann? Geht das erst nächste Woche? Weißt du, interessiert denn das gar nicht, was passiert? Auf WhatsApp, das wäre Live-Schalte, was passiert ist. Okay, die Pulpul hast du in der Tasche. Gleich geht's ins Finale. Einstellung. Nach dem ersten Start ist es immer in der ersten Saison quasi direkt von 0 auf 100 fahren Deutsche Meisterschaft, fahren Eurocup. Heute zum ersten Mal mit diesem Traktor hier im Viersen am Start. Christian Leger, Lady in Red. Evolution.
gemessen hast, sehen wir mit großem Auge. Als letzter Starter gehen wir in Führung, holt den Tagessieg. Benito Red Evolution, Platz Nummer 1 in der 3.6 Supersport. Kommt ihr hier an die Bestweite von Lady Leutner. 89,51 sind gesetzt. Aber er findet noch nicht den richtigen Punkt, die Kupplung kommen zu lassen. Nochmal neu aufladen. Motor mit Nadel gut versorgen. So, wer hat rechtzeitig abgedrückt? Wer hat das Foto des Tages? Immerhin. Den Titel der höchsten Flamme, den hat er bisher heute gewonnen. Nach wie vor die Bestweite. Letzter Starter, 3,6 Tonnen Supersport im Viersen 2023. Red Evolution. Supersport.